So, Chat Quick Quiz. Wie heißt der Arenaleiter der 6. Arena? Oh. Müsste ich jetzt auch überlegen. Ich könnte dem Chat ja das Raten überlassen. Warte mal, Rocco. Misty. Lol, wer ist er denn? Ach, hier ist auch noch ein Teleporter, okay. Dann nehmen wir einfach mal den, ne? Dann porten wir uns jetzt hier rum. Und verlieren komplett den Überblick. Hoffentlich werden wir dadurch nicht irgendwie was zwischendurch verlieren oder vergessen oder übersehen. Endstation bis hierhin und nicht weiter. Okay. Dann mach ich dich eben fertig. Mal gucken, was du danach sagst. Rüpel. Nebulak. Das ist doch ganz nett. Okay. Na, kein Schaufler. Ich finde, Schaufler ist halt echt kacke und das ist halt die einzige Bodenattacke, die Onix halt kann. Aber ich weigere mich manchmal, die einzusetzen. Ja, weil es halt so eine blöde Zwei-Runden-Attacke ist, ne? Ich weiß es halt nicht. Ich stehe nicht so auf den Schaufler. So, Tiefschlag. Das ist tief. Das war ja wieder ein Witz, den ich da gerissen habe. Bin ich ja stolz auf mich. So, wir brennen ein bisschen. Würde ich mich gerne nach dem Kampf drum kümmern. What? Was war das denn? Erst greift er uns mit so Lulli-Attacken an und dann sowas. Das kann man doch mit Maschok ran. Das kleines bisschen, das kriegt er auch noch weg. Okay. Komm her, gib ihm ein Donnerpunch ins Gesicht. So ein Thunderpunch. Alles klar, was für eine heftige Attacke. Was für eine heftige Attacke. Wenn das so weitergeht, müssen wir noch unsere Notfallreserven Kickley und Relaxo benutzen. Wäre schon ein bisschen traurig. Oh. Blöderweise bin ich quasi down jetzt. Ich hoffe, dass er nichts kann. Das wäre schon geil, wenn er nichts können würde. Dann würde ich wenigstens hier klarkommen. Offenlegung. Das hat schon ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. So, Überroller. Ah, wir kriegen halt Schaden, aber... Quiz, welches ist das stärkste Drachen-Pokémon? Seedreiking, Mewtwo, Monagoras, Alola, Kokowai, Libeldra. Oh, da ich einen davon gar nicht kenne. Ist jetzt ein Chat-Quiz. Darf ich auch mitmachen? Alola, Kokowai, Libeldra. Alola, Kokowai, Libeldra. Seedreiking ist, glaube ich, gar nicht so stark. Ich schätze doch einfach mal Alola, Kokowai. Keine Ahnung. Kokowai ist bestimmt heftig. Oder Libeldra? Naja, komm. Ich sag einfach Kokowai. Könnte halt die Libeldra sein. So. Fangtasche. Nee. Erstmal heilen. La 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 la. So. Maschok. Ich wollte halt nicht so viele Beleber hier raushauen. Nehmen wir halt Onix und der wird halt instant hops genommen, ne? Ist schon ein bisschen lustig. Seedreiking, für alle, die Mewtwo sagen, Mewtwo ist nicht Drache, ja. Seedreiking ist so heftig, ja? Okay. Ich habe Seedreiking jetzt nicht so stark eingeschätzt. So, nur eine Schüssel Karte. Eine Keycard. So, bevor wir uns irgendwo sonst hin teleportieren, müssen wir natürlich weitergehen. Oh, Anzugträger. Ich frage mich, ob dies das Ende der Sylph Company ist. Oh ja. Es geht nach Statuswerten, okay. La 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 la. Okay, da ist noch ein Crewmember. Können wir direkt gucken, welche Etage wir gerade überhaupt sind. Ich bin eine der berüchtigten vier Rocket-Schwestern. Ja, muss man jetzt nicht kennen. Ich weiß nicht, ob die ganz so berüchtigt sind. Aber okay, das ist ja schön.
holst auch gerade das richtige Pokémon aus. Okay, komm. Ich springe über meinen Schatten und vergrab mich einfach. Komm, let's go, Alter. Onix, du machst es für mich. Vergrab dich einfach. Ciao. Danke, Onix. Ist nichts mit Aussetzer. Bam. Wenn er wenigstens instant killen würde, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ein Steinhager den Rest machen würde. Ich denke nicht. Ich denke tatsächlich nicht. Oh. Ah doch, okay, cool. Hat das mehr Angriff? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht. Okay, Smogon. So, ich weiß gerade gar nicht. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Hat Smogon Schwebe? Ich hoffe nicht. Alter, ich verstehe das nicht. Ich bin unter der Erde und mit Toxin vergiftet der mich einfach. Das kann doch gar nicht funktionieren. Okay, hat keinen Schwebe. Gut. Das ist gut. Kann doch nicht wahr sein, einfach. Diese Team Rocket, die haben immer nur so hässliche Pokémon, ne? Radikal, Smogon, Slimer. Oh, Slimer ist eigentlich ganz nice. Aber Snobillycat ist jetzt auch nicht so meine erste Wahl. Kommt dann ja irgendwo von dem guten alten Giovanni, der sich die ganze die nette Katze hält. So. Einen haben wir noch, ne? Oh, oh. Ah, doch nicht. Schwestern, bitte bestraft mich nicht. Die wird jetzt erstmal ausgepeitscht von den Schwestern. Deswegen sind die so berüchtigt. Die sind nur in bestimmten Szenen so berüchtigt. Ah, ich verstehe schon. Ich weiß nicht, ob ich mich in dieser Szene rumtreibe. Es wird auf jeden Fall Sinn ergeben, dass ich die deswegen nicht kenne. So, Gegengift. So, Chatquiz. Welches ist das schwächste Pokémon? 20 Sekunden Zeit. Sonnenkern, Azurill, Raupi, Trassler oder Karpador? Von den Werten her, Karpador scheint natürlich jetzt am ehesten. Aber Raupi ist halt auch ziemlich low, ne? Karpador ist so obvious, weil es halt nur Platscher kann, ne? Ich sage, ich weiß nicht, wie obvious das von dir gemacht ist. Karpador, Raupi, Karpador, Raupi, Karpador, Raupi. Raupi? Ich sag Raupi, komm. Ich sag Raupi, von den Statuswerten her Raupi. Siebtes OG, okay. La, 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 la. Ich glaube, wir sollten erstmal die ganzen OGs durchgehen und dann teleportieren, weil durch diese Teleportationsplattformen kommen wir zu Sonnenkern? What? Wo nimmst du denn die Daten her? Von Bisa-Fans? Dann hat man jedenfalls schon mal die ganzen Trainer hier durch. Und mit speziellen Plattformen kommt man dann zu Räumen, wo man so nicht hinkommt. So, was soll ich bloß machen? Ich weiß es auch nicht. Ich kann dir da auch nicht helfen. Schade. Schade, schade, Schokolade. Pokewiki, okay. Kapsel X Spezialverteidigung. La, 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 la. So. Wer einen stört, ist ein Störenfried. Das ist die Erkenntnis des Tages, sage ich einfach mal. Kann ja nur von einem Team Rocket Crewmember kommen. Okay, Alpollo. So, hat der Schwebe? Bestimmt, ne? Ich würde sagen, Trial and Error. Versuchen wir es herauszufinden. So. Ja, sehr gut. Paamala! Nice! Fast komplett hops genommen. Haben wir noch eine Fassade raus. Nein, das ist ein Geist-Pokémon! Was mache ich da? Fuck! Wie dumm bin ich denn? Ja, gut. Das habt ihr. Also, ich wusste, dass der mich killt. Deswegen habe ich einfach mal Fassade genommen. Bringt ja eh nichts. Shit, Alter. Hau ich erstmal Fassade raus. Geil. So. Du darfst dann nochmal bitte einen Donnerschlag kassieren.
schon heftig. Die tun mir weh. 24 KP. Die tun mir wirklich weh. So. Ich gebe auf. Das rate ich dir auch tatsächlich. Ah, jetzt ist schon wieder einer down. Huch. Ich übertreibe voll. Wir werden so arm. Das ist nicht mehr schön. Aber wie gesagt, ich möchte die halt gerne mit Evoli und Sora auf einen Stand bringen. Aber es geht hier so langsam. Mashok ist immer noch Level 29. Und wir können jetzt nicht ganz Zeit ständig nur die Beleber hier raushauen. Ich denke, wir kriegen da nie ein Gleichgewicht hin. Einfach nur, weil er 10 Jahre ein bisschen gehackt hat. Wenn das so weitergeht, muss ich die holen. Ey, ich habe keinen Bock, hier 10 Millionen Beleber zu benutzen. Das stärkste Wasser-Pokémon. Kanemani, Robal, Shigi, Hydropi, Plinfa oder Otaro. Könnte jeder sein. Ich sage... Kanemani? Vielleicht? Einfach nur geraten. Keine Ahnung. So, hier sind auch noch Plattformen. Das heißt... Ab, weiter nach oben. Kanemani, Community Event. Nächsten Monat. Nächste Woche. Ich bin Kanemani-Fan. Okay, dann solltest du auf jeden Fall nächsten Samstag ein paar Kanemani fangen. In Pokémon Go. Das würde ich dir dann raten. Okay. Habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben benutzt. Aus der Generation bin ich ausgestiegen. So, Smogon. Herzlich willkommen zur Auseinandernehmung, zur offiziellen Hopsnahme. Das ist es hier. Wir machen offizielle Hopsnahmen. So, vergrab dich. Wird jetzt wieder Toxin ein, da werde ich mad. Es ist doch nicht wahr. Er setzt immer Toxin ein, dieser Hund. Ist hier nicht irgendwie so eine Heilstation oder so? Wo wir uns wenigstens heilen könnten. Es ist doch einfach eine Last mit dem. Es ist einfach eine Last. Ich heile mich eben. Danach wird er mich eh auseinandernehmen, denke ich mal. Uff. Wenn wir mit Zazenia kommen, dann ja auch nicht so. Oder doch. Da sollten wir eigentlich mit Blut. Ja, genau. Übertreib halt mal die Lage. Komplett. Aber auch gegen Onix. Ist das Schlauste, was man machen kann? Immer gegen ein Gesteins-Pokémon eine Normalattacke einsetzen. Das finde ich toll. Oh. Endlich mal kein Gift-Pokémon, was ich effektiv angreifen kann. Das ist ein schöner Tank. Kreideschrei gefällt mir. Das gefällt mir doch. Muss ich nur schnell genug Hops nehmen, dann ist alles gut. So, komm. Machen wir jetzt einen Volltreffer hier. Oh. Ich versuch's. Ich versuch's. Ja, mach halt noch einen. Mach halt noch einen Kreideschrei. Dann setz am besten Finale ein. Ah, okay. Habe ich schon für dich übernommen. Jetzt macht er einen Volltreffer. Okay. Gut. Dann halt so. Level up. Ding. Er ist zumindest heute nicht gestorben. In diesem Kampf. Wer? Oder was bist du denn? Ich bin die Antwort. Ich bin die Antwort auf alle eure Fragen. So. War jetzt vielleicht nicht unbedingt der fette Supertrank für nötig, aber okay. Welche Fangchancen hat ein Ultraball Generation 7 zur Benutzung von Ultrabestien fangen? Was? Ultrabiss? Was? Normale Pokémon? Bei normalen Pokémon. Ich habe gar keine Ahnung. Da bin ich komplett raus. Vor lauter Angst habe ich mich hier versteckt. Ja, hier sieht dich keiner. Immer schön hinter den Servern, das ist auch schön warm. Wie gesagt, siebte Generation, gar keine Ahnung. Bei der fünften war bei mir leider Ende. Muss ich alles noch nachholen. So, was willst du denn, hä? Team Rocket hat die Kontrolle. die Kontrolle
über die Sylph Company übernommen. Ja, das ist schon frech. Das ist schon frech. 0,1. Okay. Das ist jetzt nicht so viel, ne? So, Onyx. Du schaffst das. Hau mal einen Steinhagel raus. Ruckzuckieb. Was zur Hölle? Und dann hast du ja wieder einen Radikal auf demselben Level. Der haut einen Superzahn raus und frisst dich halt mehr als halb weg. Das ist dann die Relation, ne? Was so eine Entwicklung eigentlich alles ausmachen kann. Das sieht man ja gerade auch bei... Hier hinterher springt. Bei Carpador und Gyarados, ne? Selbst wenn Carpador Tackle einsetzen würde, ist halt low. Bei Gyarados, der stellt alles. Auch mit einer Normalattacke. So, ciao. Und wer das jetzt auch noch Toxin ein? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Das ist doch nicht wahr. Alter. Diese scheiß Toxin-Attacke. Ist halt einfach echt schon ein bisschen nervig. Nach jedem Kampf müssen wir uns einfach von Gift befreien. Bon, bon, bon. So. Okay, warte mal. Ich muss mich ganz kurz heilen. Arg. Sekundo, un segundo. So, Beutel. Medicine Tash. Gegengift einsetzen. Na, da hab ich noch Tränke. So, da sind wir durch. Ich wollte keine Plattform benutzen. So, Chat Quick Quiz. Wie heißt der Arena-Leiter der 6. Arena? Oh. Müsste ich jetzt auch überlegen. Ich könnte dem Chat ja das Raten überlassen. Warte mal, Rocco, Misty. Lol, wer ist er denn? Warte mal kurz. Nanu, wie seltsam. Kinder dürfen sich doch eigentlich gar nicht aufhalten. Was, Giovanni? Heavy. Ah, Anni. Heavy der 6. Arena. Giovanni ist doch der Leiter der 8. Arena. Das ist jetzt nicht, die haben mir was fatal geändert. Dann bin ich ein bisschen raus hier. Da muss ich erstmal ein bisschen los. Hä, hey, warte mal. Rocco, Misty, Major Bob. Erika. Sabrina. Ist die Nummer 5 hier in Safrona City. Die 6. ist in Fuxania City. Das ist doch nicht Giovanni. Wie heißt denn da nochmal der... Wie heißt nochmal der Arena in Fuxania City? Ja, und dann das 7. wäre Pyro. Auf der... Nee, warte mal. Heißt der Pyro? Pyro? Bin gar nicht sicher. Ist so lange her. Und 8 wäre dann Giovanni. Hätte ich jetzt mal so gesagt. So, hätten wir mal Fuxania City nachgeguckt. So, Eisenschweif. Er schläft halt einfach tief und fest. Oder ich verwechsel gerade wieder was komplett. So, Onyx, das war's wieder mit dir. Das enttäuscht mich ja schon ein bisschen. So, schau ihn nicht an, Maschok. Und gebe dem Typen einen Donnerschlag ins Face. Alter. Das war natürlich nicht so gut. Wird schwierig. Tatsächlich. Komm, dann sieht er Wasser hinterher und dann kann er sich mal freuen. Da-da. Psychokinese.
Okay, warte mal ganz kurz. Wenn wir den hier fertig gemacht haben, würde ich dazu tendieren, einmal zum Burgemon Center zu laufen. Und da würde ich wahrscheinlich schon die Aufnahme beenden, tatsächlich. Weil man jetzt noch ein bisschen mehr geschafft als geplant. Nur so schon mal, damit ihr schon mal vorgewarnt seid, ungefähr. So, weil eine Stunde wollte ich ungefähr machen. Ist ein bisschen mehr geworden. Hätten wir die technischen Probleme nicht gehabt, dann wären wir natürlich jetzt ein bisschen länger dran, klar. Aber davor ist man ja nie ganz gefeit. Und solange das zwischendurch mal diese Ruckler hat, will ich hier auch nicht allzu lange aufnehmen. Warte mal. Unlichtgeist. Das war entweder ganz gut oder ganz schlecht. Ganz gut. Sehr schön. Dschungler Bobby. So, Psycho natürlich. Kann man beißen. Also ein Psycho, wenn ihr mal einen Psycho seht, könnt ihr den natürlich beißen. Das funktioniert aus Erfahrung eigentlich ganz gut. Das kann nicht sein. Okay, komm. Let's go. So, eigentlich würde ich jetzt hier beenden und speichern, aber ich würde erstmal ins Pokémon Center gehen nochmal. Können wir ja nochmal. Gehen wir nochmal gemeinsam ins Pokémon Center. Und gewöhnen uns schon mal langsam ab, dass diese Folge gerade noch läuft, dass dieser Stream gerade noch läuft, denn so langsam, ne, alles hat sein Ende, auch wenn die Wurst manchmal zwei hat. So ist das nochmal. Okay, ups, ist ja direkt hier zum Glück. Ich gehe aber dann direkt nochmal hoch, damit ich beim nächsten Mal weiß, wo wir waren. So, wir haben ja jetzt nur einen Trainer in der vierten Etage auseinandergerupft. Deswegen, so. Tschuk, tschuk. Machen wir bitte alles wieder fit. La 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 la. Blub, blub, blub. Ich tendiere dazu, Evoli und Zazenia ja wieder mitzunehmen, weil das ist eigentlich Schwachsinn, was wir hier tun. Ich wollte, Schwachsinn ist es nicht, aber ich wollte hier halt irgendwie wieder so ein bisschen auf gleiche Level bringen. Und wenn halt alle Pokémon mitleveln, das finde ich halt irgendwie total blöd hier in Pokémon Let's Go, dass halt alles konsequent mitlevelt. Nur weil es im Team ist. Wundert mich, dass alle Pokémon in der Box nicht auch noch mitgelevelt werden. Das wäre, naja, okay. Ich denke, dafür gibt es eigentlich einen EP-Teiler, aber scheinbar haben sie sich gedacht, ne, das ist den Kids zu schwer, das machen wir mal so. So, schade. Naja. Kann man nichts machen. So, dann würde ich sagen, war's das an dieser Stelle für die Aufnahme von Pokémon Let's Go. Für die Zuschauer auf YouTube, die ich hier gerade primär anspreche, sag ich schon mal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Und bei dieser schönen, wunderbaren Musik sag ich Ciao mit V, Leute. Bis dann.